geht. Diese Kunari sind tot, aber ich kann keinerlei Verletzungen sehen. Ihre Rücken sind gekrümmt, die Augen weit aufgerissen. Sie hatten eine Scheißangst, als sie gestorben sind. Willkommen, willkommen. Vernehmt die letzten Worte derer, die den Untergang überlebten. Wie konnte der Schreckenswolf nur einen Schleier zwischen der wachen Welt und dem Reich der Träume erschaffen? Die Evanuris werden Hilfe schicken. Sie werden uns retten. Wann habt ihr zuletzt etwas von den Göttern gehört? Als sich der Schleier herabsenkte, verstummten sie. Was ist dieser Schleier? Was hat Fan Harrell getan? Besagen diese Aufzeichnungen etwa, dass Fan Harrell den Schleier zwischen unserer Welt und dem Nichts erschaffen hat? Klar, irgendein Kerl hat den Schleier einfach so erschaffen. Das hieße ja, dass wir vorher bis zum Arsch durch Dämonen gewartet sein müssen. Wenn das wahr ist, hieße es, dass das Nichts und die wache Welt einst ein und dasselbe waren. Ich warte immer ab, ob noch irgendjemand was zu sagen hat. Ich will ja nichts verpassen. Aber Dorian und Varric hatte ich ja noch nicht dabei. Das waren ja letztens Cassandra und Sarah. Ich weiß gar nicht, warum ich die mitgenommen habe. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass Sarah irgendwie stärker ist. Und ich sollte abspeichern. Das Laden dauert ziemlich lange. Das macht mir Angst. Und ich speichere jetzt auch. Schwebender Scheiß, magischer Spiegelscheiß, Dämonenscheiß! Wenn das alles vorbei ist, brauche ich wieder jemanden, der mich nochmal mit einem Stock schlägt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hoffe, dass das eine Metapher ist oder nicht. Wenn es euch hilft, Hämpfling. Nächstes Mal, wenn wir alle zusammen sind, sollten wir einen Drachen jagen. Drachen sind fantastisch. Das sieht aus wie technische Aufzeichnungen. Was wollten die Kunari hier herausfinden? Sie sind wirklich ziemlich technisch. Keine Ahnung, was das soll. Aber es hat irgendetwas mit Magie zu tun. Wenn der Blick des Schreckenswolfs erstrahlt, brennt Licht in einem Ring der Tod. Ich erkenne einige der Formeln wieder. Die Kunari versuchen, irgendeine Art theoretischer Magie zu beweisen. Die Heimtücke des Wolfes. Dieses Buch, diese Erinnerung, warnt vor einem schrecklichen Gefahr. Einem Wolf mit einem geifernden schwarzen Maul und Abgründen anstelle von Augen. Die Evanuris, die Elfengötter, haben sich in einem Kreis um ihn herum aufgestellt, als wollten sie ihn am Angriff hindern. Hütet euch vor den zahllosen Gestalten Fan Harrells. Der Schreckenswolf zeigt sich in bescheidener Verkleidung. Als Wanderer, der vieles über das Volk und seine Geister weiß, er wird euch Ratschläge anbieten, die zunächst klug erscheinen, sich jedoch langsam in Gift verwandeln. Vergesst niemals den Preis des Verrates und bewahrt die Barmherzigkeit eurer Götter in euren Herzen. War wieder eins von diesen Schriftstücken. Mein Gott, war das knapp. Wir müssen da noch mal irgendwo hin. Wir müssen noch mal irgendwo hin. Ich weiß, dass wir noch mal irgendwo hin müssen. Wir müssen da runter erst. Und das dann auf den Rückweg machen. Genau so war das. Diese Blöcke bewegen sich auf den umgedrehten Eluvien zu. Das ist unheimlich. Hilfreich, aber unheimlich. Das hier ist ein Ort des Lernens. Vielleicht hilft uns dieser Vire Dirthara ja dabei, das zu finden, was wir brauchen. Toll. Jetzt ist es noch unheimlicher.
So. Erfordert Schleierfeuer. Ah. So. Ach, das funktioniert schon mal. Das ist schon mal gut. Ich brauche was trinken. Und dann schnell hier durch. Ich habe schon wieder nicht abgespeichert. Ich muss mir das merken. Jetzt wird es langsam kalt an meinem Bein. Und es dauert. Warum dauert das so lange? Warum? Ah, okay, los. Bevor der Ring hier wieder... Genau. Hä? Hä? Ey, nein! Das ist unfair! Gerade ein bisschen ausfallend werden. Was ist er denn, ey? Nee, geh weg, ey. Komm her, ich box dich weg da. Könntet ihr mal angreifen? Das noch mal machen, ey. Ich gehe kaputt. Och, wie lange denn noch? Baue die Wege, bla 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 bla. Erstmal den anderen Scheiß hier zu Ende machen. Ich war doch eigentlich schnell genug. So. Oh Gott. Ja, ich hab getroffen. Was? Wieso passiert hier nichts?
Ich habe das doch genauso gemacht wie in einem anderen Let's Play. Tut mir leid, Leute, aber... Ihr findet das in dem alten Let's Play. Findet ihr das? Es wird einfach nicht besser, oder Boss? Die Schmerzen haben aufgehört. Es geschieht immer wieder. Versteh das nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Egal. Richtig habe ich das auf jeden Fall in dem anderen Let's Play gemacht, in dem alten. Ich glaube, ich verlinke euch die komplette Playlist dann. Ich verstehe das nicht. Ich habe das richtig gemacht. Ich habe das definitiv richtig gemacht. Verstehe nur nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Weil dann würde dann ja hier auch gleich hier so ein Ding kommen und so, wo wir die Rune besehen können, bestaunen können, besehen können. Noch mehr tote Kunari, denen das Grauen ins Gesicht geschrieben steht. Mann. Willkommen! Vernehmt die letzten Worte derer, die an diesem Ort wandelten. Wenn wir herauskommen, erledige ich Fenharrow. Der Schreckenswolf ist verschwunden. Nachdem er den Himmel verschlossen hat, um die Götter einzusperren. Alles Lügen. Wir müssen den Schleier niederreißen. Die Städte, die Wege. Ohne Magie werden sie alle zerfallen. Ihr verschwendet eure Zeit. Fenharrows Schleier hat unser Reich in Ruinen verwandelt. Also ist das alte Elfenreich zusammengebrochen, weil der Schleier die Magie geschwächt hat? Wenn sich die Altelfen sogar noch mehr auf Magie verlassen haben als die Winds, ist es ja kein Wunder, dass alles am Arsch war, als sie versiegt ist. Ist euch klar, was das bedeutet? Was dieser Ort ist? Die wahre Geschichte der Elfen könnte einfach alles verändern. Wenn die Augen von Fenharrow und dann brennt ein Licht im Ring der Toten und es ist nicht passiert. Normalerweise brennt dann das Licht da drinne irgendwie und dann... kriegen wir Schleier... müssen wir uns Schleierfeuer davon nehmen und das dann wieder in die Schale da bei dieser Fenharrow-Statue anzünden. Und dann öffnet sich die Kiste auf den, auf dieser Fenharrow-Statue. Da ist dann was drinne. Seht euch nur diesen Ort an. Nun, da wir so viele Vorlagen haben, wie schwer kann es da schon sein, unsere eigenen Illuvien herzustellen? Ich kannte mal einen Abtrünnigen in Kirkwall, mit dem ihr euch blendend verstanden hättet. Nach den letzten paar Jahren wäre es einfach nur schön, zur Abwechslung mal etwas Magisches zu erschaffen, das auch hilfreich ist. Und da bei der Rune hätten wir das Schleierfeuer gehabt, um so lesen zu können, dann hätten wir auch hier dieses Dreht euch um gelesen. Aber wie gesagt, das steht, ist alles in dem alten Let's Play. Das ist, da könnt ihr alles nachlesen. Da ist alles ausgereift. Was zum? Das ist nicht von mir. Vielleicht kommt's ja noch. Weiß das einer? Denkt ihr, wir könnten vielleicht ein paar dieser Bücher mitnehmen? Ich fürchte, keines von ihnen existiert tatsächlich. Es sind einfach nur Konzepte, die ihr als Bücher wahrnehmt. Wie wär's, wenn wir all den unheimlichen Nichts-Scheiß einfach dalassen, wo er ist?
Selbst wenn ihr sie mitnehmen könntet, sind sie vermutlich auf Altelfisch verfasst. Und nicht einmal mein Volk beherrscht diese Sprache noch. Ich habe noch nie einen elfischen Roman gelesen. Ich frage mich, was für Geschichten sie wohl erzählt haben. Mhm. Das sollten genug sein. Mal sehen, ob wir den umgedrehten Eluvien jetzt erreichen können. Ich hab keine Ahnung. Mensch. Ach. Ich nehme den. Ja, ich weiß halt. Die alte ist grässlich, ich weiß. So, Moment, 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 da. Oh. Hör du hier, ey. Schnell. Vielleicht müssen wir mal kurz hier aufpassen, wo wir hin müssen. Wir müssen runter. Über da runterfallen. Ach ja. Jetzt kommen die Bibliothekare. Ach, ich will nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt irgendwas auf mich zu. Oh Gott. Das ist nicht gut. Cole sagt dann immer, wenn da jemand sagt, das sind die Bibliothekare. Hallo. Del Tash. Danke. Finde ich echt geil, dass ich tot bin. Ich bin schon wieder tot. Ich glaube das nicht. Wo ist denn hier? Ja. Ach, da steckt eine Spinne fest. Die erledige ich hier. Jetzt habe ich Mut. Ich habe voll den Mut jetzt hier. Und wieder weg. Und wieder schneller durch. Zack. Und wieder weg. Ich weiß noch nicht mal, wo Dorian ist. Die Lastena.
Einen haben wir. Ich glaube, hier ist noch einer. Nee. Oh Gott, ich muss niesen. Da, sind wir bereit? Ich weiß nicht. Ich speichere es lieber vorher ab. Bezwingerin der Bresche, Herold des Wandels, Heldin des Südens. Die Widersala, nehme ich an. Ich war sehr überrascht, dass man euch gestattete, weiterhin in Freiheit zu leben, nachdem ihr euren Zweck hinsichtlich der Bresche erfüllt hattet. Ihr habt eure Schuldigkeit getan, Inquisitor. Es wird Zeit, eurer Magie ein Ende zu setzen. Der Anker schließt Risse im Schleier. Man sollte eigentlich annehmen, dass ihr das gut heißt. Ist das etwa alles, was er bewirkt? Warum haltet ihr dann eure Hand, als würde er euch Schmerzen bereiten? Ich habe schon zahllose Katastrophen miterlebt, doch dieses Chaos im Süden übertrifft alles. Das Kun gestattete es euren Völkern, eure Magie selbst zu kontrollieren. Dann jedoch zeigte sich, dass wir schon längst hätten einschreiten müssen. Darum geht es bei dem Drachen, Odem? Ihr wollt unsere Staatsoberhäupter ermorden, nur damit ihr unsere Magie kontrollieren könnt? Denkt ihr etwa, sämtliche Missstände seien behoben, nur weil ihr die Bresche geschlossen habt? Dass sie keine weiteren Folgen hat? An dem Tag, als wir die Bresche sahen, entschied das Kun, was geschehen musste. Wir wollten eure Anführer beseitigen und das einfache Volk verschonen. Doch dieser Helfer Fen Harolds hat alles verändert. Leben, die verschont werden sollten, werden seinetwegen enden. Wer ist dieser Helfer? Und wie kommt ihr darauf, dass er für die Inquisition arbeitet? Tötet den Inquisitor und folgt mir dann zum Davarat. Ich kriege überhaupt keine Antwort. Ich finde das total sauig, ey. Blöde Kuh. Boah, Alter. Mach mal ein bisschen Terz. Ich kann ja jetzt Explosionen machen. Das müssen wir testen. Oh, geht ganz gut. Renn, Baby, brenn. Ich weiß zwar nicht, warum du brennst, aber brenn. Wer ist das denn da schon wieder? Wer spielt denn hier wieder durch die Gegend? Hüpft er wieder hier rum. Ja, wir sollten aus dem Wasser gehen. Ja, super.
Das ist ja echt toll gewesen. Ja. Mal gucken, hier ist nix. Ach, ich muss jetzt gleich wieder wechseln. Das sind Unterlagen der Widersala. Sie hat Magier hierher gebracht, um zu erforschen, wie man den Schleier stärken kann. Sie sucht nach einer Möglichkeit, Magie zu unterdrücken? Na dann, kein Wunder, dass sie hier ist. Das erklärt, warum die Kunari hier ein Lager aufgeschlagen haben. Jetzt verstehe ich, warum die Kunari ihre Mitteilungen in unsere Sprache übersetzt haben. Für ihre Spione aus anderen Völkern. Ihnen blieb nichts anderes übrig. Kunlat ist ziemlich schwer zu erlernen. Weil es eine total unbrauchbare Sprache ist. Besucher, Gäste, willkommen. Die Hallen stehen euch offen. Könnt ihr mir sagen, wohin eine Kunari gegangen ist, die man die Widersala nennt? Ja, wir haben viel erfahren. Obwohl sie der irrigen Überzeugung war, wir könnten nichts hören. Bringt einen Schlüsselstein zum Davarat. Ich werde bald zu euch stoßen und eine Bestandsaufnahme unseres restlichen Guardlock machen. Ich habe bei einem der Kunari einen Schlüsselstein gefunden. Ja, und ihr braucht die Worte für ihren Schlüssel. Maras Nera. Er leuchtet. Er wird den Weg zum Davarat öffnen. Möget ihr finden, wonach ihr sucht. Indem ihr hierher gekommen seid, habt ihr die Wege gestärkt. Ich kann nun einen errichten, sofern ihr zu gehen wünscht. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Gildirferlen war der Name, den mir die Elvenan gaben. Einer, der die Sucher des Wissens leitet. Ich war die Verbindung. Eine Stadt konnte die Aufzeichnungen einer anderen lesen. Ein Elvenan die Erinnerung eines anderen fühlen. Als der Schleier über uns fiel, stellte ich das Ende all ihres Wissens dar. Wir müssen diesen Davarat finden und die Widersala aufhalten. Ja. Dann kommt ja nur noch Drachenodem und dann geht's ja schon. Ach, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich Varric austauschen soll oder Dorian. Dafür Vivienne nehmen soll. Schon alleine wegen dem ritterlichen Verzauberer. Das wird nämlich echt schwer sonst. Ich glaube, ich tausche ihn aus. Ich glaube, ich tausche Dorian aus. Ich weiß nicht, also es ist mir irgendwie ein bisschen zu... Weiß nicht, zu unsicher. Vivienne ist zwar... Weiß ich nicht, ich kann die überhaupt nicht leiden, die Perle, aber... Ach, die ist jetzt auch nicht so mächtig, ne? Da habe ich jetzt ja auch nicht viele Sachen verpasst. Okay, ich mache jetzt gleich was. Ich werde jetzt gleich zurückkehren mit Mods drinne. Wenn das Spiel sich wieder aufhängt und ich die Mods wieder rausnehmen muss, dann wechsle ich Dorian gegen Vivienne aus und mache ihr eben schnell ein paar Klamotten. Sollte es nicht passieren, sollte es einfach weiterlaufen, dann werde ich es bei Dorian belassen.
Dann wünscht mir Glück.